Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und das hat uns heute Microsoft mitgegeben, und zwar ein kleines Sackerl mit einem wirklich schönen Inhalt, nämlich hier haben wir das Microsoft Lumia 950. Und bevor wir uns das anschauen und es heute noch auspacken, schauen wir uns erstmal an, was wir hier noch drinnen haben, und zwar das Display Dock, also das Continuum Dock praktisch, und noch einiges Zeug hier, ein paar Goodies vermutlich. So. Noch was. Also zwei Textmarker, Microsoft Lumia Aufschrift, vielleicht sieht man das. So, dann hier eine kleine Microsoft Lumia Box mit einem Schokokuchen oder Schokoriegel. Okay. Auch cool, sehr nett. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was von A1. Dort ist eben die Präsentation gewesen von Microsoft Lumia 950 bzw. vom Continuum Feature, und da haben wir uns auch ein bisschen was mitgenommen, und zwar hier das Microsoft bzw. ein A1 Mauspad. Auch ganz praktisch, wenn man das Continuum Feature verwenden will. So, da ist das Mauspad anscheinend. Okay, cool. So eine Art Folie, fühlt sich ein bisschen an wie ein Mikrofasertuch, um ehrlich zu sein. Das können wir dann so. Dann haben wir auch gleich eine Maus. Okay, ganz toll. Dann hier die Broschüre mit den Windows 10 Phones und Devices, Farboptionen und generell, was es so an Hardware hier gibt. Ist auch ganz interessant. Dann hier ein kleines Notizbuch von A1. Okay, A1 ist übrigens ein österreichischer Mobilfunkanbieter, falls das jemand in Deutschland nicht kennt. Ist praktisch die Telekom Austria und ein, ja, Mobilfunkanbieter. Und das hier haben wir eine A1 Rechnung. Auch cool. Schon lange nicht mehr bekommen. Muss ich ehrlich gestehen. So, dann machen wir das ganz unvorsichtig auf. Was haben wir denn hier drin? Schönen Brief. Lieber Kunde. Okay. Bin zwar kein A1 Kunde, aber jetzt anscheinend schon. Hier habe ich die SIM-Karte, die praktisch zum Microsoft Lumia 950 mitgeliefert wird. Können wir ja mal ausprobieren. Toll. Okay, aber jetzt wirklich hier zu den Geräten. Also erstmal zum Microsoft Lumia 950. Das ist die kleinere Version des Smartphones, also nicht die XL-Version. Und hier drin haben wir den Snapdragon 808 Prozessor von Qualcomm. Ein 5,2 Zoll großes QHD-Display, also wirklich eine sehr, sehr hohe Pixeldichte. Ich glaube, über 500 Pixel per Inch. Und so sieht die Verpackung aus. Ist, glaube ich, auch ein Retail-Packaging, also da haben wir kein Pre-Production-Model, sondern wirklich auch das Gerät, das ihr dann in, glaube ich, morgen oder übermorgen, also in ein oder zwei Tagen, dann in den Händen halten dürft. Also, so sieht die Verpackung aus. Hier haben wir das Smartphone schön eingepackt. Dann haben wir hier auf der linken Seite ein bisschen ein Zubehör. Schiebt man so auf. Hier haben wir ein USB-Typ C, also zu USB-Typ A-Kabel, ist USB 3.0 und 3.1. Sehr cool. Und ein extra Ladegerät für den USB-Typ C-Port an der Unterseite. Das heißt, das ist kein Kombistecker mit einem Netzteil und extra Kabel, sondern ein Netzteil und Kabel und eben das praktisch Datenkabel, das hier auch ziemlich lang ist. Das machen wir mal gleich auf. Ja, doch eine schöne Länge eigentlich. Okay. Aber sehr toll, dass es Microsoft endlich mitliefert. Vorher hatte man, also bei den Low-End-Smartphones, hatte man ja lange Zeit nur dieses USB, also Micro-USB-Kabel eigentlich drin und kein Datenkabel. Das heißt, das musste man dann extra erwerben. Aber beim Flaggschiff darf man das dann auch erwarten. Kopfhörer gibt es keine und sonstiges Zubehör auch nicht. Und hier die ganzen Broschüren, erste Schritte, Anleitungen. Aber das nimmt eigentlich ja die ganze Spannung weg. Das will man ja eigentlich selber erfahren. So, weg damit. Und her mit dem Smartphone. So sieht das Lumia 950 aus. Ich hatte schon die Möglichkeit, mir einen ersten Eindruck von den Smartphones zu machen. Und zwar während eines Microsoft-Events in Wien. Ja, ich habe damals schon gesagt, ich bin sehr positiv überrascht gewesen von den Smartphones.
Das Lumia 950, also das kleinere Modell, ist ehrlich gesagt nicht mein präferiertes Smartphone. Ich bin eher ein Fan vom größeren 950 XL, einfach wegen diesem Metallring, der beim 950er eben nicht da ist, sondern einfach hier eine Glasabdeckung rund um die Kamera hat. Insgesamt finde ich es einfach designmäßig ein bisschen schöner, das 950er, aber das ist einfach auch persönliche Präferenz, denn das Display ist ja auch mit 5,7 Zoll erheblich größer und nicht jeder will das ja eigentlich dann immer in der Hand halten. Und jetzt, wo wir schon dabei sind bei Displaygröße, ich habe hier mein goldenes Lumia 830 und so zum Vergleich können wir die beiden mal übereinander legen. So, von der Größe her haben wir hier 5,0, also 5 Zoll Display und 5,2 Zoll. Man bemerkt hier schon, auch wenn das Lumia 830 kein Flaggschiff ist, okay, dass das Profil des 950er also wirklich sehr klein gehalten ist. Und hier haben wir auch die Buttons an der Seite. Auch dünner sieht das 950er aus, auch wenn hier noch ein bisschen ein Rand drauf ist. Es fühlt sich auf jeden Fall so an. Okay, ist schon gebootet. Natürlich muss das Smartphone jetzt neu gestartet werden. In der Zwischenzeit, während das Lumia 950 hier neu startet, schauen wir uns das Continuum-Dock an. Dieses Zubehör benötigt ihr, um mittels Kabel mit einem Fernseher oder beziehungsweise mit einem externen Display verbinden zu können. Geht natürlich auch über Miracast. Das habe ich ehrlich gesagt bisher nicht gewusst. Ich habe gedacht, dass es das nur über das Continuum-Dock geht. Aber jeder Monitor, der Miracast unterstützt, der kann auch mit dem Lumia 950 angesteuert werden. Natürlich könnt ihr dann nur Bluetooth und Mäuse und Tastaturen anschließen. Also müsst ihr da gänzlich auf Kabel verzichten. Das ist jetzt ein Fall für die Schere. Genau. Wie immer die jetzt ist. So, da haben wir es. Dann machen wir diese Versiegelung gleich mal auf. So, jetzt haben wir hier das Display-Dock für das Microsoft Lumia 950 und 950 XL. Also, hier haben wir diesen kleinen Brick. Der hat ein ziemliches Gewicht dafür, dass der einfach wirklich so klein ist und praktisch unauffällig. Ja, den packen wir gleich mal aus. So. Ja, von der Verarbeitung her wirkt das Ding sehr solide. An der Außenseite haben wir hier einen Metallrahmen und oben und unten ist dann Plastik. Und unten ist es natürlich gummiert, damit das hier quasi am Schreibtisch nicht wegrutscht. Ein bisschen rutschen tut schon, aber wenn man das Smartphone normal bedient, sollte das eigentlich nicht irgendwo von einer Kante fallen oder so. Also eigentlich ziemlich solide und gutes Gewicht. Ja, vorne haben wir einen USB-Typ-C-Stecker. Also nicht, wie ich anfangs gedacht habe, einen USB-Typ A, das ist USB-Typ C. Dann haben wir hier einen zweiten USB-Typ C Power Adapter, das heißt, darüber wird das Smartphone geladen und auch das Continuum-Dock betrieben. Dann haben wir hier drei USB-Typ A Ports, dann hier einen großen Display-Port und einen HDMI-Anschluss. Das heißt, man kann praktisch jedes moderne Display damit verbinden. Aber jetzt schauen wir gleich mal weiter hier in die Verpackung, was wir noch hier drin haben. Die Verpackung ist auch innen sehr ähnlich gestaltet wie jene vom Lumia 950. Und auch hier haben wir den Power-Adapter und das USB-Typ-C zu USB-Typ-C-Kabel. Okay, schauen wir mal noch, was wir hier haben. Eine Anleitung und ja, diese Anleitung sagt uns eigentlich schon alles, was das Display-Dock eigentlich so machen soll. Aber jetzt wieder zurück zum Smartphone. Also jetzt habe ich das Ding mal eingerichtet und will auch gleich so quasi meinen zweiten, ersten Eindruck jetzt auch mitteilen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch hier das Display ein bisschen heller eingestellt, das heißt, beziehungsweise nicht heller, ich habe in den Einstellungen habe ich mir bereits etwas verändert, und zwar, dass die Farben des Displays ein bisschen lebendiger sind. So, hier unter Farbprofil habe ich mir anstatt Standard hier die Farben auf lebendig gestellt. Und ich muss sagen, das hat eigentlich meine Meinung über das Display vom Lumia 950 ziemlich geändert. Ich habe ja bei meinem ersten Hands-on, ersten Eindruck in dem Artikel eben gesagt, dass das Lumia 950 ja ein etwas verwaschenes Display hat, also ein bisschen verwaschene Farben. Es ist zwar sehr scharf, also mit über 500 ppi, aber die Farben sind einfach nicht so lebendig gewesen wie beispielsweise beim 930er.
Das sind sie immer noch nicht, wenn ich mir das so jetzt ansehe, aber die Farben sind einfach im Vergleich zu dem, was ich mir also im ersten Eindruck eigentlich überlegt hatte dazu, beziehungsweise was ich eigentlich beim Microsoft-Event gesehen habe, wirklich hervorragend. Also das Display ist wesentlich besser und ich muss sagen, das Display ist sehr gut, immer noch nicht großartig, würde ich sagen, aber auf jeden Fall besser, als ich eigentlich gedacht hatte, beziehungsweise als ich es eigentlich damals erwartet hatte. So, ja, was gibt es jetzt so zum ersten Eindruck von der Hardware her zu sagen? Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan vom Design des Lumia 950. Eigentlich auch wegen dem Material, also hier das Polycarbonat, welches sehr hochwertig wirkt, aber immer noch Polycarbonat ist. Also es ist einfach nicht ein Material, das ich beim Flaggschiff-Smartphone erwarten würde, muss ich ehrlich sagen. Und auch diesen Kameraring, der mich einfach wirklich sehr stört. Beim Lumia 950 hat man das wesentlich schöner gelöst, aber das ist Geschmackssache. Es ist nicht so meins, aber okay. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass wir jetzt beim Lumia 950 genau das bekommen haben von Microsoft, was wir uns eigentlich gewünscht hatten. Wir haben eine großartige Verarbeitung. Also das Ding knarzt an keiner Stelle. Also wenn man sich hier anschaut, das war der Tisch übrigens, falls man das in der Kamera überhaupt gehört hat, es knarzt nicht, es lässt sich hier an der Rückseite keinen Millimeter weit reindrücken. Also überhaupt nicht. Die Rückseite ist komplett flach hier drauf. Sogar beim 930, beim 930er, sage ich schon, sogar beim 830er geht das ein bisschen Millimeter, halben Millimeter weit rein. Man bemerkt es nicht, aber hier ist das Cover einfach wesentlich fester drauf. Es ist einfach so solide verarbeitet. Und es ist immer noch dünn, es ist leicht und es hat kaum einen Rand um das Display. Also das, was wir eigentlich alle schon seit Monaten erwartet haben, beziehungsweise dass wir uns alle sehr gewünscht haben, muss man ehrlich sagen. Ich sage, es ist ein guter Kompromiss, wenn man einen Speicher will, wenn man Dual SIM mag und wenn man eine gute Kamera sowie den kleinen Screen unbedingt in einem Smartphone braucht. Wer das nicht braucht, findet vielleicht irgendwo bessere Optionen oder wer zumindest auch kein Windows Phone haben will. Aber mir gefällt das Lumia 950 insofern ziemlich gut, auch wenn ich nicht der größte Fan von seinem Design bin. Es ist ein funktionales Smartphone und ich hoffe, dass jetzt auch im Test der Akku ja entsprechend gut sein wird. Und eigentlich steht dann einem ja positiven Review nichts mehr im Weg. Aber es kann ja noch vieles passieren, bis ich das Smartphone dann abgeben muss. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt eigentlich behalten darf. Aber ich werde das so lange wie ich kann testen und dann wird auch ein Testbericht darüber erscheinen auf windowsarea.de sowie ein Video auf unserem YouTube-Channel. Solange danke ich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!